Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer, und ich begrüße vor allen Dingen unseren Gesprächspartner, Herrn Professor Spemann. Herr Professor Spemann war bis zu seiner Emeritierung 1992 Professor für Philosophie und war zuletzt in München tätig. Professor Spemann meldet sich immer wieder bei aktuellen Debatten zu Wort, beispielsweise zu Fragen der Abtreibung und Sterbehilfe, und er schreibt viel gelesene Bücher. Beispielsweise erschien von ihm das Buch Das unsterbliche Gerücht. Herr Professor Spemann, Sie sind Philosoph. Was macht ein Philosoph eigentlich? Ja, also wirklich präzise beantworten kann ich das nicht, denn soweit ich zurückdenke, haben mich immer Fragen interessiert, von denen ich später erfuhr, dass das sogenannte philosophische Fragen sind. Und es mag damit zusammenhängen, dass ich im Dritten Reich aufgewachsen bin und von Anfang an, beeinflusst durch mein Elternhaus, in vollkommener Opposition zu dem Mainstream der damaligen Zeit stand. Und deshalb die Voraussetzungen in Frage stellte, auf denen das Ganze beruhte. Und das heißt, dann kommt man zur Philosophie, weil man sogenannte letzte Fragen stellt. Fragen, auf deren Nicht-Aufwerfen die Stabilität unserer normalen Lebenspraxis beruht. Ja. Herr Professor Spemann, Sie gelten auch als Befürworter der alten Messe. Wie sind Sie persönlich zur alten Messe gekommen? Ja, zunächst mal war ein wachsendes Unbehagen da an den Messen, wie sie normalerweise nach dem Konzil gefeiert wurden. Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich am Anfang ein Freund der Liturgiereform war. Ich war ein Freund der Einführung der Volkssprache in den Wortgottesdienst und überhaupt, ich hatte eine ganze Reihe von Gründen, aber dann habe ich gemerkt, dass plötzlich da etwas stattfand, was ich überhaupt nicht gut finden konnte. Eine Profanierung, eine Banalisierung des Gottesdienstes, auch das Infragestellen vieler fundamentaler Glaubenswahrheiten, das ist alles nicht wesentlich für die neue Messe. Man kann die neue Messe ganz schön und rechtgläubig feiern, aber was ich tatsächlich erlebte, war von dieser Art. Und dann hat mir mal irgendjemand gesagt, dass es in Stuttgart-Feuerbach eine Baracke gibt, so eine Industriebaracke, in der die alte Messe gefeiert wird. Das war damals die Piusbruderschaft, zu der ich nie irgendwelche Beziehungen sonst hatte, aber die feierten diese Messe. Und da bin ich einmal mit meiner Frau hingegangen und ich war hinterher offen gestanden in Tränen aufgelöst, weil ich nach vielen Jahren auf einmal sah, was die Messe auch sein kann. Und von da an bin ich dann sehr oft dort zur Messe gegangen. Ich war gleichzeitig in meiner Pfarre Mitglied des Pfarrgemeinderats. Ich ging auch in die neue Messe. Aber mein Herz erwärmte sich, wenn ich die Möglichkeit hatte, in die alte Messe zu gehen. Kann man dann sagen, dass Ihr Zugang zur alten Messe aus einer Unzufriedenheit mit der neuen Messe resultiert? Ja, und aus diesem Kontrasterlebnis, nicht? Für den Begriff alte Messe gibt es noch andere Bezeichnungen, beispielsweise tridentinischer Ritus, außerordentliche Form des römischen Ritus oder überlieferter Ritus. Welche Bezeichnung bevorzugen Sie? Naja, umgangssprachlich sage ich die alte Messe, dann weiß jeder, was gemeint ist. Aber als offiziellen, ja, der offizielle Ausdruck ist heute der, den der Papst jetzt eingeführt hat, außerordentliche Usus, Gebrauch des römischen Ritus.
Und wenn man schon einen Namen diesem Kind geben will, dann würde ich vorschlagen, das, was der Kardinal Hoyers jetzt immer benutzt, nämlich gregorianische Messe. Das passt gut zu dem Wort gregorianischer Choral, den jeder kennt. Und tridentinische Messe ist insofern irreführend, als es den Eindruck erweckt, diese Messe sei eine Schöpfung des Tridentinischen Konzils. Die ist natürlich viel älter und geht in ihren wesentlichen Bestandteilen auf den heiligen Gregor den Großen zurück. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde in den Pfarreien die Liturgie abrupt umgestellt. Wie haben Sie persönlich damals die Zeit erlebt? Ja, es war eine ganz merkwürdige Sache. An sich sollte ein Konzil führen zu einer neuen Blüte des christlichen Lebens. Das Tridentinische Konzil hat zweifellos dazu geführt, es war eine wirkliche Reform der Kirche, die stattfand, die Priesterseminare wurden eingerichtet, das Niveau des Klerus wurde gehoben und es gab schließlich eine Menge von Heiligen, die in diesem Umkreis entstanden. Ein solcher Aufbruch war auch intendiert vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Auch dahinter stand der Gedanke eines solchen geistlichen Aufbruchs. Nur er fand leider nicht statt. Oder sagen wir so, man darf nicht ungerecht sein. Es gibt eine Reihe von christlichen, von katholischen Gruppen in der katholischen Kirche, bei denen wirklich von einem Neuaufbruch gesprochen werden kann. Aber die Gesamtsituation in unseren Pfarren ist von dieser Art. Und das, also das heißt eine Profanierung, eine Auflösung des Verbindlichen, eine Auflösung der Glaubenswahrheiten und eine Schmähung, eine dauernde Schmähung der Tradition, das heißt der alten Messe. Mit Recht verlangt die Kirche von der Piusbruderschaft, das wird noch ein großes Problem geben, die Anerkennung der neuen Messe. Und zwar nicht nur verbal, sondern auch in dem Sinne, dass nicht den Gläubigen mehr gesagt wird, sie sollten lieber zu Hause bleiben sonntags, als in die neue Messe zu gehen. Das muss sich ändern. Aber wenn ich umgekehrt nun höre, dass ein Herr vor ein paar Tagen also eine wichtige, vielleicht die wichtigste Priesterpersönlichkeit hier in Stuttgart fragt, ob er nicht auch einmal den ersten, den römischen Kanon benutzen will in der Messe und er antwortet, also diesen ersten römischen Kanon fasse ich nicht einmal mit der Beißzange an, dann ist das eine solche Beleidigung unserer Väter und Mütter, die mit dieser Messe gelebt haben und der Kette von Heiligen, die diese Messe gefeiert haben, dass ich sagen muss, also das kann es nicht sein und vor allen Dingen, das hat keine Zukunft. Das vierte Gebot sagt, ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst in dem Lande, das Gott dir geben wird. Diese Art Abbruch der überlieferten Frömmigkeit kann ohne einen Schaden für den Glauben nicht entstehen. Das hat Kardinal Newman schon gesagt. Die Kirche hat in ihrer ganzen Geschichte niemals einen Ritus abgeschafft. Wenn es mit rechten Dingen zuginge, dann würde in den Priesterseminaren den Alumnen von ihnen verlangt werden, dass sie alle mehrmals zu einer alten Messe gehen, damit sie sehen, woher wir kommen. Dass aber ein Student der Theologie oder ein Assistent in einem theologischen Seminar sich schleichen muss in der Nachbarstadt in die alte Messe, so als wenn er in ein Bordell ginge, das geht nicht. Und das hat auch keine Zukunft. Denken Sie, jetzt der Konvent der Trappisten in Mariawald,
ist zum alten Ritus zurückgekehrt und der Abt hat auf die Frage, warum er das macht, ist noch ein jüngerer Abt, geantwortet, ja wissen Sie, sonst kriegen wir keinen Nachwuchs mehr. Am 7. Juli 2007 hat Papst Benedikt das Motu Proprio Summorum Pontificum unterzeichnet, welches den Gebrauch der alten Messe behandelt. Danach gibt es zwei Ausdrucksformen des einen römischen Ritus, die außerordentliche Form, also die alte Messe, und die ordentliche Form, also die neue Messe. Zwei gleichwertige Ausdrucksformen desselben Ritus also. Dieser Sachverhalt könnte doch eigentlich zu einem normalen, fruchtbaren, sich ergänzenden Miteinander führen. Sehen Sie das genauso? Ja, das müsste es. Dazu allerdings ist erforderlich, dass also einmal die Anhänger der alten Messe, der neuen Messe, wenn sie nach den Büchern der Kirche gefeiert wird, mit Respekt und Ehrfurcht begegnen, sofern nicht in diesen Messen selbst der Geist der Ehrfurcht vollkommen verschwunden ist, dann können sie schwer verlangen, dass man Ehrfurcht gegenüber ihnen hat. Und das andere ist, dass die neue Messe sich nicht immer weiter entfernt von der alten. Wenn der Papst sagt, es handelt sich um einen Ritus in zwei Formen, dann ist das eher eine normative Aussage als eine beschreibende. Denn wenn ich beschreibe, was jetzt ist, dann kann ich das eigentlich nicht so sehen mit dem einen Ritus. Wenn ich denke, der Dominikaner-Ritus zum Beispiel oder der Ritus in Mailand, im Jahr auch einen eigenen Ritus, die Abweichungen vom alten römischen Ritus und diesen Riten sind viel geringer als die zwischen alter und neuer Messe. Trotzdem spricht man von zwei Riten. Das heißt, wenn der Papst von einem Ritus spricht, dann hat das einmal pragmatische Gründe, wenn man keine neue Hierarchie schaffen will. Eine Ritusgemeinschaft ist eine eigene Hierarchie. Und dann aber ist es auch ein Postulat. Das heißt, die neue Messe muss ihre Identität mit der alten sichtbar machen. Es gilt zwar auch für die alte Messe, dass in ihr einige Dinge reformbedürftig sind. Aber das ist im Augenblick überhaupt kein Thema. Denn im Augenblick geht es erstmal darum, überhaupt wieder festen Fuß zu fassen. Bei der neuen Messe aber müsste die Anpassung zum Beispiel darin bestehen, dass man sehr viel häufiger als bisher den ersten, den römischen Kanon benutzt. Der Heilige Vater tut dies. Bei fast allen öffentlichen, feierlichen Angelegenheiten benutzt er das erste römische Hochgebet. Das ist meiner Ansicht nach das wichtigste Bindeglied. Es gibt noch einige andere, zum Beispiel bei uns in den Kirchen wird das nizänische Glaubensbekenntnis nicht mehr gebetet. Die orthodoxe Kirche betet es, die Anglikaner beten es, das Credo, das große Credo. Bei uns hat sich das apostolische Glaubensbekenntnis durchgesetzt. Das ist gar nicht vorgeschrieben durch die Liturgiereform, es ist aber erlaubt. Und damit es ist das Bequemere, aber es ist gleichzeitig auch das, dass bestimmte Wahrheiten nicht ausspricht, die auszusprechen heute von der größten Bedeutung wäre, vor allen Dingen die Gottheit Christi. Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater. Das alles, dieses Bekenntnis gehört in die Messe. Warum ist die Realität oft nicht von diesem ergänzenden Nebeneinander geprägt? Liegt es daran, dass die alte und die neue Messe doch sehr verschieden und vielleicht nicht kompatibel sind? Warum sehen viele Gläubige die alte Messe nicht als fruchtbare Ergänzung des liturgischen Angebots? Ja, das Wort Angebot benutze ich nicht gerne, weil die Liturgie Gottesverehrung ist und wir bieten sie höchstens Gott an, aber nicht den Gläubigen. Aber gut, ich weiß, was Sie meinen. Und ich kann Ihnen nicht widersprechen. Das Klima der einen, der anderen Messe,
sind sehr verschieden. Es sind gar nicht mal so sehr die Texte, die inkompatibel sind. Die Texte sind kompatibel. Aber schon werden Sie sehen, wie der Priester einzieht in die Kirche, wie er geht, wie die Ministranten gehen. In der alten Messe, da wo sie also so gefeiert wird, wie sie heute gefeiert wird, früher gab es auch großen Schlendrian, also in meiner Kindheit. Zwar nicht häufig, aber manchmal. Nur dieser Schlendrian ist heute das Allgemeine. Lässig reinzugehen, dass man möglichst nicht merkt, hier treten wir jetzt in einen anderen Raum ein. In den Raum der Gottesverehrung. Vater unser, der du bist im Himmel. Und jetzt verbinden wir uns mit den Chören des Himmels, in der Gegenwart der Engel und Heiligen. Dieses Bewusstsein haben sie einfach sehr selten in der neuen Messe. Und insofern ist es für einen Gläubigen tatsächlich schwierig, in beide zu gehen. Und ich muss auch gestehen, ich meine, ich gehe natürlich auch manchmal in die neue Messe und ohnehin beim Heiligen Vater in die Messe, der ja auch mehrmals die alte gefeiert hat. Aber ein gewisses Unbehagen kann ich nicht loswerden. Und immerhin, also man muss doch bedenken, dass der Papst, als er Kardinal war, schon in Rom, einmal sogar das Osterhochamt mit den Priestern der Petrusbruderschaft in Wigratsbad gefeiert hat. Womit bei weitem nicht alle deutschen Bischöfe einverstanden waren. Warum gibt es Vorbehalte gegen die alte Messe? Wie kann man sich diese Ablehnung erklären? Ja, es offen gestanden kann ich Ihnen diese Frage nicht beantworten. Genau dieses Klima, von dem ich gesprochen habe, dieses Klima der Anbetung, das ist manchen Menschen tief zuwider. Und rückständig und so, das sind ja alles keine Vokabeln, die überhaupt eine Rolle spielen dürften. Was heißt das überhaupt? Man muss fragen, was an diesen Texten ist nicht gut und was wollt ihr geändert haben? Und dann gibt es ein paar Sachen, die man tatsächlich, ich will jetzt mich darüber nicht ausbreiten, es gibt in der alten Messe ein paar reformbedürftige Dinge, die sind aber marginal. Und sonst, ich kann es Ihnen nicht sagen, es ist wirklich ein Mysterium, diese Aggressivität. Und zeigt aber den falschen Weg. Denn es ist offenkundig, dass Leute, die mit solchem Hass geradezu die alte Messe verfolgen, dass diese Menschen auf dem falschen Weg sind, das sieht man ja daran. Ich würde nur dann einer der Liturgiereform wirklich folgen, wenn sie mit einem tiefen Respekt und einer tiefen Achtung vor der Messe der letzten Jahrtausends verbunden wäre. Dann würde ich sagen, gut, dann lass uns auch zuhören, warum sie es manches anders machen wollen, warum sie diese Reform gemacht haben. Aber solange dieses Klima herrscht, das fasse ich nicht einmal mit der Beißzange an, da kann man natürlich nicht hoffen auf ein freundliches Nebeneinander. Und da ist wohl die höchste kirchliche Autorität notwendig, die ein Nebeneinander erzwingt. Ist der Zugang zur alten Messe nicht schwer? Ist sie nicht die Messe für Schriftsteller, Schöngeister und Philosophen? Ja, da gehen Sie mal, oder Sie kennen es aber, glaube ich, auch, dann gehen Sie mal nach Zuffenhausen am Sonntag, wo die Petrusbruderschaft die alte Messe feiert. Da finden Sie Intellektuelle, vielleicht eine Handvoll. Und das alles sind sonst einfache Leute, Arbeiter. Allerdings, der Altersdurchschnitt liegt weit unter dem einer normalen Pfarrei heute. Also sehr viel mehr jüngere Leute. Aber es kann überhaupt keine Rede davon sein, dass das Intellektuelle und abgehobene Leute wären.
Nein, man könnte eher ihnen vorwerfen, dass es primitive Leute sind. Und dann muss man vielleicht sagen, wie kommen diese Leute zustande, diese Gemeinschaft? In Frankreich ist es ein bisschen anders als in Deutschland. In Frankreich ist es weitgehend ein bestimmtes Milieu, das auch politisch ziemlich, also die sind oft Monarchisten noch, Royalisten und sind auch viele Aristokraten dabei und das hat Vorteile, weil sie in der Erziehung der Kinder es leichter haben, weil sie mit lauter befreundeten Familien verkehren, die so ähnlich gesonnen sind und wie die Kinder austauschen. Bei uns in Deutschland ist das nicht so. Die Leute sind politisch ganz verschieden gerichtet und das ist auch kein bestimmtes Milieu, sondern die treffen sich zum Gottesdienst und im Übrigen haben die ihre Freundeskreise, die ganz disparat sind. Und wenn ein paar Intellektuelle sich da zu Wort melden, na gut, das ist ja ihre Aufgabe. Sie können nicht von diesen einfachen Leuten erwarten, dass die jetzt öffentlich als Verteidiger auftreten. Die werden sehr primitive Sachen sagen. Und dann ist es ja gut, wenn es den einen oder anderen Schriftsteller gibt, der seine Fähigkeiten da dann wirklich nutzbar macht, um eine gute Sache zu verteidigen. Welche Zukunft hat die alte Messe unter den gegebenen Rahmenbedingungen? Wird sie sich verändern? Werden sich die beiden Formen des einen römischen Ritus gegenseitig befruchten? Wie kann diese Befruchtung konkret aussehen? Ja, also nach dem Motu Proprio sieht man eine deutliche Zunahme der Orte, in denen die alte Messe gefeiert wird. Man muss gleichzeitig dazu sagen, dass die Deutsche Bischofskonferenz alles tut, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Und das heißt also, um die alte Messe klein zu halten. Die Vorgaben des Heiligen Stuhls werden zum Teil nicht erfüllt. Manchmal aber werden sie erfüllt. Bei uns in Stuttgart, wir haben das Glück, dass wir also die zwei Priester von der Petrusbruderschaft haben und die tägliche Messe und auch Religionsunterricht, Katechese der Kinder. Und da hat sich die Zahl der Gläubigen seit dem Motu Proprio verdoppelt. Das heißt, und insofern ist es ein gutes Beispiel, als hier wirklich eine gewisse Freiheit besteht und das Ganze nicht also nach Möglichkeit gedrosselt wird. Man sieht, unter Bedingungen der Freiheit hat es eine große Chance und Zukunft, weil vor allen Dingen auch viele junge Menschen sich hingezogen fühlen und viele junge Eltern, weil sie in dem modernen Milieu Schwierigkeit sehen, den Glauben weiterzugeben an ihre Kinder. Sie ist zum Beispiel ein Musiker von einem sehr prominenten Orchester mit mehreren Kindern, wurde erst katholisch, aber evangelisch und dann wurde er, weil er hauptsächlich diese modernistischen Bewegungen mitbekam, wurde er russisch-orthodox. Inzwischen ist er wieder katholisch geworden. Aber in der Zeit, wo er orthodox war, kam die Erstkommunion seines Sohnes, die stand an. Er hat sich das angeschaut, er hat sich die Bücher angeschaut, die da verwendet werden und hat gesagt, das kommt nicht in Frage. Ich kann als orthodoxer Christ kann das nicht billigen, weil die Kinder nicht erfahren, worum es sich hier wirklich handelt. So ein Gemeinschaftsmahl und so. Aber dann habe ich ihm gesagt, ja, dann komm doch mal mit in die alte Messe und zu der Petrusbruderschaft. Dann hat er gesagt, ja, da kann er sofort mitgehen. Da wird es solide weitergegeben. Sowohl der Glaube der Ostkirche wie der Glaube der Westkirche ist über die Eucharistie. Das heißt also, junge Eltern fühlen sich hingezogen, weil sie da eine stärkere Möglichkeit sehen, den Glauben wirklich weiterzugeben. Mhm.
Noch etwas fällt mir ein zu dem, was Sie vorhin fragten, über die Schwierigkeit des Zugangs, ob das für einfache Leute möglich ist. Ich glaube, es ist so, für jemanden, der zum ersten Mal in die alte Messe kommt, gibt es viel Befremdendes. Schon die Sprache, der ganze Kanon wird leise gesprochen, man hört es gar nicht. Und es ist zwar eine aktive Teilnahme der Gläubigen, die, an der fehlt es nicht. Die ganzen gregorianischen Gesänge werden vom Volk gesungen, das Ordinarium. Aber es dauert eine Weile, bis man da reinkommt. Und ich weiß es also von Menschen, die aus äußeren Gründen, wegen des Ehepartners oder so, dann dorthin gingen. Und nach einiger Zeit wollten sie das nicht mehr wechseln. Und bei der neuen Messe geht es mir eigentlich eher umgekehrt. Sie erschließt sich sofort, sie ist sehr zugewandt den Leuten und sie wird mit der Zeit von Jahr zu Jahr fader. Ich will hier kein objektives Urteil aussprechen über die neue Messe, sondern ich beschreibe nur, was sich bei vielen Menschen abspielt, was sich auch bei mir abgespielt hat, weil ich am Anfang die neue Messe begrüßt habe. Und je länger ich hineinging, desto unbehaglicher wurde mir. Und bei der alten Messe ist es genau umgekehrt. Je länger man hineingeht, am Anfang ist es wie eine harte Nuss, aber dann kommt man auf den süßen Kern. Und dann möchte man nicht mehr darauf verzichten. Lassen Sie mich nochmal nachfragen wegen dieser Befruchtung. Jetzt mit der Situation, wo wir einen Ritus haben und zwei Formen, sehen Sie denn gar keine Chance, dass jetzt in dieser Situation es ein positives Miteinander gibt, ein Zusammenwirken? Das gibt es ja auch schon. Aber da gibt es doch eine Voraussetzung, nämlich es muss dann wirklich eine Situation auf gleicher Augenhöhe entstehen, wie man heute sagt. Das heißt, es muss eine vorbehaltlose Akzeptanz der sogenannten Traditionalisten stattfinden. Solange sie sich marginalisiert fühlen, solange sie sich ghettoisiert fühlen, da können sie kaum erwarten, ein solches fruchtbares Miteinander. Und bei der Pius-Bruderschaft können Sie sehr deutlich sehen, 40 Jahre Ghetto führen dazu, dass auch eine Ghetto-Mentalität entwickelt wird. Und der Papst hat mit Recht in seinem Brief an die deutschen Bischöfe gesprochen über die positiven Erfahrungen mit den Menschen, mit den Priestern, die zurückgekehrt sind in die Einheit mit der Kirche und die wirklich den kirchlichen Geist angenommen haben und sich in einer Gemeinschaft mit der übrigen Kirche wissen. Das heißt, das Ghetto kann nur von außen aufgehoben werden. Und das ist die große Tat des Papstes, dass er die Exkommunikation ohne Vorleistungen aufgehoben hat. Das hat man ihm ja auch vorgeworfen. Aber ich weiß aus früheren Gesprächen mit ihm, er weiß, wie man umgehen muss mit Leuten, auch früher in der Glaubenskongregation mit Heretikern. Er sagte, es nützt nichts, einfach zu erklären, jetzt schwör ab, sondern man muss klar sagen, was die Wahrheit ist und wer im Irrtum ist, und dann muss man ihn führen auf einem Weg. Und wenn das einmal verstanden wird, kann ich mir einen solchen positiven Austausch sehr wohl vorstellen, insbesondere bei der jüngeren Generation. Denn meine Generation ist unter dem Klerus zum großen Teil so eingeschworen auf den neuen Ritus, aus Gründen, die ich jetzt nicht diskutieren kann, dass da dieses fruchtbare Miteinander schwierig wird. Aber bei den Jüngeren, glaube ich, wird es leichter werden. Denn die haben diese alten Vorurteile nicht mehr. Das ist ein positiver Ausblick, vielleicht auch ein Ausblick, der Mut macht. Herr Professor Spähmann, vielen Dank für das Gespräch und vielleicht bis bald.